Achso, ich folge jetzt mal dem Pfeil. Komm, wir geben jetzt erstmal das eine ab, dann kann ich das andere gleich sammeln. Schaffen wir ein bisschen noch was. Und auf dem Weg werde ich höchstwahrscheinlich auch wieder einer meiner Big Daddy-Leichen entgegenkommen. Gut, das Ion-Gel brauche ich jetzt nicht. Aber ich habe hier doch noch mehr Big Daddy-Leichen gehabt, dachte ich. Wo habe ich die denn rumliegen? Hm. Ich habe mindestens 3 getötet für 3 Little Sisters. Ich bin gerade am Nachladen. Oh Gott. Dich habe ich nicht gesehen, junger Mann. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal meine Pistole verbessern. Das wäre doch eine Idee wert. Gut. Steht hier noch irgendjemand wieder auf? Nee, ne? Habe ich mir auch gedacht. Besser so. Bleibt liegen. Damit tut ihr mir einen Gefallen, ich tue euch einen Gefallen. Und dann können wir weiterleben und glücklich sein. Das hat sich sogar gereimt. Da ist die Bombe. Gibt es Ion-Gel in die EMP-Bombe? War es das schon? Wohin möchtest du mich jetzt haben? Was ist jetzt dein Ziel? Da lang. Da rein. Ich folge mal dem Spiel. Brauche ich hier nochmal irgendwas aus dem Büro? Nö, die eine Ladung, du findest den, um den Schrank zu öffnen, such nach einem Schaltknopf auf dem Schreibtisch in der Nähe. Ah. Auf dem Schreibtisch in der Nähe. Ein Schaltknopf auf dem Schreibtisch. Bist du der Schreibtisch? Achso, ich glaube. Auf dem Schreibtisch in der Nähe. Auf dem Schreibtisch in der Nähe? Was? Das kann auf dem Schreibtisch oder in der Nähe. Was denn nun? Ne, ich sehe da keinen Knopf. Nee. Watschel, 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 watschel. Dann schaue ich hier mal nach. Ist der Stuhl vielleicht im Weg? Ah, ich habe ihn gefunden. Ach, das ist Nitroglycerin. Erinnert mich so ein bisschen. Gesundheit, wie bitte? Alles in Ordnung bei dir? Ach, du wurdest ja gerade jetzt hingespawnt, nicht? Hab mich jetzt gewundert. Hä, ich habe hier doch alles gehackt. Nope. Nicht, dass was gerade neu reingespawnt wird, um mich zu ärgern. Spiel, das macht man nicht. Du spawnst nicht einfach irgendwas hinein, um einen zu ärgern. So nicht, junger Mann. Auf die Stilltreppe mit dir. So. Fürs Mördern. Morden, Mördern, wow. Hupe. Du bist jetzt meiner. Drücken wir mal F. Und nehmen wir das Nitroglycerin hier raus. Was ich sagen wollte, kennt ihr noch höchstwahrscheinlich die Jungs hier eher als Kinder mit solchen Spielzeugpistolen gespielt habt? So Revolver. Die hatten auch immer so einen roten Ring, wo quasi so ein bisschen Schießpulver war, dass es halt dann einen Knall gegeben hat, wenn man das abgezogen hat. Waren irgendwie auch 6 Patronen oder so. Oder 7. Kam immer drauf an. Ich meine, es waren bis zu 12, 24 sowas oder so. Gibt es Nitroglycerin in die EMP-Bombe? Kann ich hier durch, bitte, bevor irgendwas... Danke. So, hallo Big Daddy. Ignoriere mich bitte, vielen Dank. Ich hab dich auch lieb. Verdienst dafür ein Valentinstag-Geschenk. Vertrau mir. So, das Blut kommt mir neu vor. Aber alles richtig. So, und als letztes müssen wir jetzt noch... R34 Drahtbündel. Jetzt muss ich gucken, wo ich denn die Big Daddies getötet habe. Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Wir haben noch mindestens 2 hier rumfliegen. So viel steht fest. Aber ich weiß halt nicht, wo. Das ist der unangenehme Part daran. Ich möchte halt jetzt ungern nochmal einen Big Daddy töten, weil das frisst einfach so viel Munition. Hier hatte ich einen umgelegt.
Auch die guten alten Fasching-Karnevalzeiten, die liegen bei mir noch immer rum. Genau die. Oder sind die despawned? Das wäre natürlich echt unglücklich. Das würde bedeuten, ich muss nochmal zwei Big Daddies töten. Und ihr wisst, wie viel Spaß ich damit habe. So, bei denen hatte ich ja sowieso gelootet, was das angeht. Dementsprechend kann ich hier nochmal umherschauen. Ja, ja, schisch, schisch. Oh, da ist noch ein Splicer-Organ drin gewesen. Oh! Antiperson und Autohacker. Ich höre einen Big Daddy stampfen. Habe ich auf welchem... So. Wolltet ihr mir gerade eine Schelle geben, dass ich ihm aus dem Weg laufe? Jesus. Big Abuse Daddy? Wohl er? Irgendwo hier. Ich laufe einfach nur mal im Kreis. So. Ich hatte nämlich hier irgendwo... Upsa. Ich habe erstmal nicht getroffen. Das ist schon mal... Darf ich den Bolzen wieder mitnehmen? Danke. Nope. Wie habe ich dich nicht getroffen? Ich bin ich so ein schlechter Schütze? Also anscheinend ja schon, nicht? Sonst hätte ich besser getroffen. Nehmen wir das einfach mal alles mit. Laden nochmal nach. Muss ich mal gucken, ob ich die oben habe, die Big Daddies. Ja, wenn nicht, dann kommt halt nichts mehr drumherum, dass ich die... Hier habe ich doch welche getötet, nicht? Dachte ich zumindestens. So, das sind zwei MG-Patronen. Ich glaube, ich muss nur mal zwei Big Daddies töten, ob ich nun möchte oder nicht. Nun gut. Big Daddy Tattoo steht ja, hey Schatten, du kommst hier nicht rein. So ungefähr. So, dann... Oh, das flackert halt richtig heftig bei mir auf dem Bildschirm. Ne, das ist nicht für, wie schimpft es sich, Epileptiker geeignet. Und auch nicht für Menschen, die ihre Ohren mögen, weil das Ding ist einfach laut des Todes. So. Und dann muss ich den letzten nochmal töten. Aber ich finde es schön, dass ich da einfach draufhalten kann. Achso. Nichts drin. Wo war... Ich werde ihn schon irgendwie... Ich höre ihn schon. Den... Ach genau, der war ja hier ganz unten. Da hole ich mir nochmal ein bisschen ionisches Gel. Dass ich nochmal den letzten abschießen kann. Wobei, eigentlich habe ich das ja vorhin falsch ausgesprochen. Ja, ausgesprochen. Du kommst nicht da rein. Auch das war falsch ausgesprochen. Oder muss ich die am Juden-Ben machen? Ich meine, ich kann auch einfach mit der Schrotze durch die ein bisschen hindurch feuern. Komm, ich nehme die Schrotze. So, Warte, von wo muss ich da jetzt immer ran? Gott, ich bin... Jetzt kriege ich hier gar nichts mehr mit. Ich bin gerade auch nur noch Käse im Kopf. Oh, da haben wir einen kleinen Wal gehört. Da hören wir einen großen Wal. Da hören wir eine Schrotflinte. Auf den großen Wal. Au! Schaut euch das Motiv an. Das müssen wir abfotografieren. So wenig Punkte, kein Foto geschossen, was? Was fällt dir ein? Wie zu wenig Punkte? Pfh. Verstehe ich ja einfach nicht meine Kunst. Dann kann ich dich wieder auf Napalm ummünzen. Warum eigentlich nicht? Napalm, 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 Napalm. Ist ein Feuerhand noch nie im Gegner geschadet? Also eigentlich schon, aber das war auch Sinn der Sache. So. Ich hab dich ganz genau gehört, Gegner. Der chillt mal nice. Kaboom!
Ich habe nicht getroffen. Wieso bin ich der Feigling? Tschüss. Hey. Wen habe ich hierhin umgebracht? Ach, ein Houdini. So, schön. Noch eine Splittergranate mitbekommen. Dann nehme ich mal die Bombe in die Hand. Nech. Und dann gehen wir mal weiter. Ich habe eine Bombe in der Hand. Das ist das Schlimmste, was damit passieren kann. Wir speichern mal lieber, bevor das Schlimmste damit passiert. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. EMP ist, meine ich, elektromagnetischer Impuls, nicht Pulsgenerator. Ach so, du bist ein Leadhead. Ich bin ein Sith. Eigentlich wollte ich euch anzünden. Könntest du bitte warten? Ich muss ganz kurz nachladen. So, vielen Dank. Ihr seid zu freundlich, dass ihr auf mich wartet. Wo muss ich das Ding abgeben? Komm, wir nehmen einfach mal hier wieder die gute alte MG. Gute alte MG, du. Morgen! Blödeimer. Weißt du, steht er auf, bevor ich bei ihm bin und er so, Überraschung. Du bist schlechter als ich daran, so zu tun, als würde ich schlafen. Als ich ein kleines Kind war. Hey, du hast meinen Freund getötet. Jesus Christ. Dramatisch, Matsch? Aber eigentlich will ich hier nicht lang und alles Ungeziefer über den Weg. Man. Eigentlich möchte ich gerne hier rein. Und hier zurückwinden muss ich. Was ist mein Zielgrad? Ah, okay. Der kleine Raum, den wir ganz am Anfang gesäubert haben. Okay. Okay. So, lass mich mal hier runter. Boop. Ausweichen. Boah, wir sind im Stuhl ausgewichen, Leute. MLG. Wow, wap, 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 wap. Brrr, dup, dup, dup. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Venture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Das sind die guten deutschen Wörter, die sind ja nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Gute Nacht, mein Houdini-Splicer. Piep, 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 piep. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. So, leite den Magmafluss um. Speichern wir. Jetzt wird es nämlich spannend. Sowas wie elektromagnetischer Impuls höchstwahrscheinlich. Wie kann ich das absperren? Mir wurde gesagt, ich soll was absperren. Und das klingt nach einer sehr klugen Idee. Nee? Bin ich nicht klug? Anscheinend bin ich nicht klug. Gut, verstehe ich. Ne, hier, ey, das Spiel kommt mit echtem Roleplay. Achso, ich kann den Aufzug nicht rufen. Und der ist kaputt. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann ich mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod aufbauen. Du dürfte dir lieber sein als das. Das kann nicht so schade sein. Kann ich die... Ich würde gern wirklich das Ding zumachen. Kann ich das irgendwie machen? So. Mach damit einfach mal weiter. So, ich hoffe, dass mein Ding jetzt mal schnell genug darauf reagiert. Ei, ei, ei. Ausweichen, weiterdrehen. So machen wir das jetzt. Wir zeigen denen, was wir drauf haben. Oh Gott, er spawnt neben mir. Ich habe immer das Gefühl, dass mein eigenes Ding mir wehtut. Das finde ich nicht nett.
Vielleicht habe ich was missverstanden mit dem Absperren, dass das irgendwie anders gehen soll. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Yay, auf zum Kern. Auf zum Atem. Auf zum Speichern. Ich habe keine Lust, dass jetzt irgendwas verloren geht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin S.Upermann. Findet sich hier unten was? Das wäre eigentlich ein ganz nettes Versteck für ein Easter Egg oder sowas. Aber anscheinend hat niemand daran gedacht, dass irgendein Spieler sich hier entlang watscheln wird. Spieletester, nicht gut durchgespielt, kein Easter Egg, 0 von 10 Punkten. Sonst hier irgendwas? Upsa, das ist ein Aufzug, da möchte ich aber gerade nicht rein. Nope, scheint nicht zu sein. Bin mir nicht sicher, ich schalte mal einfach um auf Anti-Personen-Munition. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du darauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Ich meine, bei Daddy, da war hier, ja. Shorten Alarms, 2. Man machen häufige Sicherheitsalarme dich taub. Reduziere den Schmerz mit dem verbesserten Shorten Alarms, 2. 8 ionischer Schrot. Hephaestus Kern. Ich höre über mir den Big Daddy. Störung des Kernlifts benutzen. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Sei mir nicht so freundlich. 0 von 10, ich würde sagen minus 10 von 10. Ah, und hier kann ich quasi die EMP-Bombe draufsetzen. Gut, bevor wir das machen, ihr kennt mich. Gott, ich muss mir das abgewöhnen mit dem Speichern jetzt. Einmal crasht das Spiel und ich speichere alle 10 Minuten. Ich renne mal relativ schnell zurück. Könntet ihr bitte aufhören, mich zu töten? Achso, ich musste von vorne drücken. Das hätte man mir auch sagen können. Es hat kurz gelaggt, das fand ich jetzt nicht toll. Aber da habe ich wieder selber Blödsinn gebaut. Gut, jetzt muss ich den Weg nochmal wieder zurücklaufen. Relativ viel, glaube ich sogar. Ach doch, nicht mal. So, habe ich ihn endlich getötet. Der hat mir die Probleme gemacht. So, was ein Blödsinn von mir. Eieiei. Deswegen spiele ich auch nahezu keine Shooter. So, jetzt kann ich aber hier durch. Und es geht weiter ins nächste Gebiet anscheinend.
Das Rapture LAN Zentralsteuerung. Gut, gut. Gut, gut. Naja, ich merke gerade, ich muss einem Freund von mir zum Geburtstag gratulieren. Der hat heute... Also er schaut höchstwahrscheinlich gerade nicht zu, aber ich muss ihm trotzdem zum Geburtstag gratulieren. Mache ich nach dem Stream. So, das heißt, wir sind jetzt... hier. Hier zu Andrew Ryans Büro. Ist das hier wieder eine große Map? Scheint nicht so zu sein, wenn ich hier... Es gibt hier keinen... Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Oh Gott. Oh Gott. Mein Kind, es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh was? Da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ein Kaffee erstmal darauf. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Hm, sehr interessant. Wohin muss ich jetzt? Okay, da ist ein New Invent, da ist die Gene Bank. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht doch hinne machen sollte. Na. Ich hoffe einfach, dass der Kampf, Bosskampf nicht auf Dingens basieren, also auf Zeit gehen wird. Das wäre unglücklich. Ist es irgendwas? Ist das auch irgendwas? Aber ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas neu kaufen müsste. Ne? Wenn ich mir das so ansehe. Ach, guck mal, da ist ein Loch, durch das ich hindurchklettern kann. Ich glaube, das muss ich auch. Au. Verbandskasten. Glittergranate. Recombinant Access. Would you kindly? Was? Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Chong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Fontaine, ja? Fontaine gehe ich ja noch immer davon aus, dass der Atlas ist. Weiß nicht, weil die halt die gleiche Stimme haben. Ist das dein Welt? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Su Chong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Au. Sehr, ne, schön jetzt nicht unbedingt. Australia Day. 26. Januar. Ah, das wusste ich nicht mal. Sehr schön. Gehen wir mal hier weiter. Ryan Industries. Hier entlang.
Ein Globus. Hier ist noch ein... Ach, da komme ich nicht rein. Oder wäre noch ein Lüftungsschacht gewesen? Der Täter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und an dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Die Musik, oh, die Musik ist großartig. Leicht verstimmt, Musicbox-mäßig. Ich würde gerne normal laufen, statt so halbwegs zu sprinten. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich. Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Töte Andrew Ryan. Wow. Deaktiviert. Wie cool. Kommentar des Regisseurs, Tisch. Selbstzerstörungsunterbrecher. Mein Freund,
Ich wusste es. Ich muss sagen, ich habe schon eine Menge Geschäftspartner in meinem Leben. Aber sowas ist nicht. Natürlich könnte die Tatsache mitgespielt haben, dass du genetisch darauf getrimmt warst, bei dem Kommando, wärst du so freundlich, so vorzusprechen. Aber trotzdem. Entschuldigung, dass ich jetzt mal ganz kurz das unterbreche, aber ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ist quasi alles gerade zu laut, bis jetzt auf die Sprache, die Sprachlautstärke. Dementsprechend stelle ich mal den anderen Kram runter. So, weil ich selber quasi selber nichts höre. Das ist... Die gehört zu mir. Ich dachte... Ich muss ihr... wehtun. Entschuldigung. Okay, vielen Dank dafür. Shit. Olympus Hive. Ich kann Rapture fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Diane McClintock. Okay. Okay. Halt, stopp. Das ist viel. Tannenbaums Unterschlupf. Besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Rette dich vor Fontaine. Und auf dieser heftigen Note von einem Plot-Twist, Verbandskasten, ich habe keine Waffen an mir. Wo ist meine Schrotze? Oh Gott. Also ist Atlas Devara böse. Wer ist das? Anscheinend. Er hat mich gerettet. Oh, gern geschehen. Ah, guck mal, die Little Sisters sind eigentlich ganz cute. So. Eieiei. Hallo, Kleine. Na, was spielst du? Sind diese Teddys deine Freunde? Ja, ne, mach weiter.
Du bist ein bisschen braves Mädel. Nee, spielt da auch ganz... Ihr solltet nicht so nah an Kerzen sein. Ich weiß nicht. Ich meine, ihr werdet beaufsichtigt von Tannenbaum, aber ich finde, ihr seid doch ein bisschen zu nah an den Kerzen. So nicht. Ah, oh, und da sind die ganzen Teddys, die wir immer bekommen. Mama, Hallöchen. Tannenbaum hat gesagt, er hilft uns. Ja, mach ich. Na, wie geht's? Oh, dein Kleid ist kaputt. Euer Eilerkleider sind kaputt. Kommen Sie mit. Warte. Ich möchte den Stream beenden. Mädel, warte. Nein, stopp. Oh, Mann, oh. Ich kann... Nein, ich kann nicht den Riegel da essen. Tut mir leid. Ich kann das den kleinen Mädels nicht antun. Nehmen wir mal die Eve-Spritze mit. Nun gut, nun gut, nun gut. Wir haben heute insgesamt 4,5 Stunden oder so gestreamt. Mir ist warm. Ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe auch wieder zu wenig getrunken. Ich glaube, ich habe jetzt seit 2 Stunden oder so nichts mehr getrunken gefühlt. Und währenddessen halt ununterbrochen geredet. Ja. Ich bedanke mich bei euch allen fürs dabei sein. Ne? Ich werde höchstwahrscheinlich morgen auch wieder gegen 8 Uhr streamen. Ihr könnt ja einfach mal auf Twitter schauen. Ne? Da werde ich dann schreiben, wenn ich online bin. Oder mir auch die einfache Variante. bei Twitch folgen. Und solltet ihr einen Livestream verpasst haben und ihr den Twitch-VOD-Player Pupu finden, werden alle Livestreams auch auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Ne, ein bisschen runterscrollen, dann findet ihr da einen Link zu. Ist ein großes Bild, steht YouTube drauf, draufklicken und dann öffnet sich der oder dann wird man auf meinen Kanal weitergeleitet. So. Ich bin gerade ein bisschen auch geschockt, was alles passiert ist heute. gut, das Atlas von Frank Fontaine habe ich ja schon vermutet. Ich habe es einfach drauf geschoben, dass sie den gleichen Voice Actor haben. Ne, dass man auch gut hören konnte, dass sie die gleiche Person waren. Guck mal, die spielt mit ihren Bauklötzen. Und ich finde es trotzdem gar nicht mal schlecht. Und dass wir halt die gesamte Zeit manipuliert werden. Das fand ich halt richtig cool, dass wir die gesamte Zeit manipuliert werden. Nun gut, bevor ich zu viel rumschwafel, gute Nacht an alle, die jetzt dabei waren. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Oh, ich sollte vielleicht... Ich kann nicht speichern. Ich habe gelogen, ich spiele weiter, bis ich speichern kann. Ich bin ein Idiot. Großartig. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich bin ein Idiot. Hey, wo ich bin, tschüss. Bam, kann ich speichern. Super. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Ja, ich bin hier, um zu speichern eigentlich, aber... öffne mal bitte die Tür, junge Dame. Die Hundeklappe, och nein, das ist ja fies. So, wann darf ich speichern? Darf ich jetzt speichern? Nein. Jetzt dürfte ich, glaube ich, speichern. Genau. So, jetzt aber. Ich bin blöd. Sehr schön. Vielen Dank an euch allen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.